Twitter-Nutzer und Nutzerinnen müssen sich auf einige Einschränkungen bei der Anzeige von Tweets und Profilen gefasst machen, da das soziale Netzwerk neue Regeln eingeführt hat. Wenn jemand kein Konto hat, könnte er bald nur noch leere Seiten sehen und keinen Zugriff auf die Inhalte bekommen. Bislang waren Twitter-Beiträge für alle sichtbar, egal ob sie ein Konto hatten oder nicht. Das hat sich nun geändert. Elon Musk, der Unternehmer und Eigentümer der Plattform, erklärte in einem Kommentar, dass drastische und sofortige Maßnahmen notwendig waren. Seit Samstagabend gelten nun Lesebeschränkungen für alle Profile. Elon Musk verkündete auf Twitter, dass verifizierte Konten maximal 6000 Beiträge lesen können, während nicht verifizierte Profile nur noch 600 Beiträge einsehen dürfen. Ein Twitter-Nutzer wies darauf hin, dass Twitter alle Anfragen von nicht angemeldeten Benutzern blockiert und deshalb Tweets nicht mehr in Chat-Apps wie WhatsApp und Telegram eingebettet werden können. Wenn also ein nicht angemeldeter Nutzer über Google nach einem Tweet sucht, zwingt die Webseite ihn nun dazu, sich zu registrieren oder anzumelden. Viele Nutzer können daher nicht mehr einfach einen lustigen oder interessanten Tweet an Freunde ohne Konto schicken. Der Nutzer kritisierte Elon Musk und forderte ihn auf, die getroffenen Kompromisse zwischen dem Benutzererlebnis und dem Wachstum zu überdenken. Er verwies auch darauf, dass andere soziale Medien wie TikTok und YouTube solche Einschränkungen nicht benötigen. Twitter hat bisher stark auf Google-Suchanfragen und den einfachen Zugang zu Tweets im Internet gesetzt, um das Interesse an der Plattform zu steigern. Was hat sich jetzt geändert? Elon Musk erklärte, dass der Grund für die Notfallmaßnahmen das extreme Ausmaß von Datenabfragen sei. Viele Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, von Startups bis hin zu den größten Unternehmen der Welt, haben laut Musk enorme Mengen an Daten abgegriffen. In einem Gespräch mit einem anderen Nutzer enthüllte Musk bereits am Freitag, dass mehrere hundert Organisationen, vielleicht auch mehr, Twitter-Daten extrem aggressiv abgegriffen hätten. Dies habe das Benutzererlebnis stark beeinträchtigt. Die Unternehmen nutzen diese Daten dann, so Musk, um ihre künstlichen Intelligenzen illegal zu trainieren. Ähnliche Vorwürfe gegenüber dem Microsoft-Konzern wurden erst kürzlich vom CEO von Twitter öffentlich gemacht. Elon Musk möchte die Nutzer ohne Konto jedoch nicht ganz verlieren. Die Kontosperren seien vorübergehend und das Teilen von Inhalten ohne Anmeldung werde in Kürze wieder ermöglicht, erklärte er.